Herzlich willkommen zum Solvion Talk AI. Wie kann Artificial Intelligence unseren täglichen Arbeitsalltag beeinflussen? Wie kann es uns unseren Arbeitsalltag erleichtern? Mein Name ist Stefan Bisser, ich bin Solution Architect bei der Firma Solvion und wir werden uns heute in den nächsten kommenden Minuten dem Thema AI widmen, zu unserem, wie gesagt, ersten Solvion Talks AI-Format, ein ganz neues Format, das wir ins Leben gerufen haben, um eben um gewisse Themen, die uns brennend interessieren, zu diskutieren. Noch kurzer Hinweis, organisatorischer Sache, Fragen bitte entweder in den Chat. Wir werden im Nachgang noch ein paar Minuten Zeit haben, um die Fragen zu monitoren und zu beantworten, beziehungsweise wer auch möchte, gern die Hand heben in Teams mit dem Handraise-Feature. Und wir können auf die Fragen auch gleich direkt eingehen, on point. Unsere heutigen Themen werden sich, wie gesagt, ums Thema Artificial Intelligence drehen. Wir werden das Ganze ein bisschen splitten. Das heißt, ich werde in den ersten paar Minuten auf News, Neuigkeiten, neue Features rund um Copilot, Plugins, ChatGPT, OpenAI und Bing Chat eingehen. Und danach wird uns der Tommy ein paar Praxisbeispiele zeigen. Und vor allem auch darauf eingehen, wie man, was die Microsoft heute bereits angekündigt hat, aber noch nicht released ist, vielleicht doch heute schon mit dem ein oder anderen Tool nutzen und umsetzen kann. Und damit starten wir los ins Intro und starten in die Welt des Copilots. Jeder von Ihnen, der die letzte große Microsoft-Conference, die Build, verfolgt hat, wird um den Copilot, um das Copilot-Thema nicht drumherum gekommen sein. Die Microsoft selbst bezeichnet es als a whole new way to work. Wir alle wissen, dass das wieder mal ein genialer Marketing-Slogan ist. Und ja, die Microsoft das jetzt zwar angekündigt hat, keiner aber tatsächlich Copilot noch wirklich in Action gesehen hat, weil es ja noch nicht released ist, beziehungsweise weil man ja gar nicht noch weiß, wann wird es released, wie kann ich mir das dann lizenzieren und so weiter und so fort. Das sind noch einige Themen, die offen sind, aber so viel wissen wir bereits jetzt schon. Es wird die Arbeitsweise von jedem von uns, der dann schlussendlich Copilot in Verwendung haben wird, ein Stück weit verändern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht so definieren, weil wir noch nicht wissen, wie es dann in der Handhabe ist. Was aber ganz spannend ist, die Microsoft bezeichnet es als a whole new way to work. Als ob das jetzt quasi bahnbrechend neu wäre, dass man da einen Copilot hat, einen Assistenten hat, der dich quasi bei deinen täglichen Arbeitstasks unterstützt. Was ich mir aber gefragt habe, beziehungsweise was der Tommy und ich, wir uns gefragt haben beide, ist es nicht eigentlich eine Evolution von Clippy, den es ja schon, weiß ich nicht, 20, 25 Jahre vor Copilot gegeben hat, der ja auch nichts anderes war wie ein Assistent, der bei dir am Desktop angeklopft hat oder in den Office-Applikationen angeklopft hat, wenn du zum Beispiel weitere Hilfe gebraucht hast, wenn du nicht weiter gewusst hast, whatsoever. Und man kann das ein Stück weit so als Clippy-Nachfolger sehen. Der Clippy hat damals ein paar Basic-Dinge im unterstützenden Sinne für uns tun können. Und Copilot geht dann einen Step weiter und wird dann hoffentlich quasi ein wirklicher Copilot, also ein Assistent in den verschiedensten Applikationen, in den verschiedensten Apps und Services, in den verschiedensten Plattformen sein, um eben dann schlussendlich die Arbeit zu erleichtern. Was ist Copilot und was steckt eigentlich tatsächlich dahinter? Also was wir jetzt schon wissen ist, es gliedert sich in die ganzen Microsoft 365 Apps ein, sprich in die ganzen Office-Applikationen, Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook und so weiter und so fort, auch in die Applikationen und Services der Power-Plattform. Es wird irgendwie auch natürlich unsere Daten im Zugriff haben müssen, sprich unsere Unternehmensdaten, unsere Unternehmensinformationen, die dann schlussendlich auch dazu genutzt werden, um personalisiert das Ganze für uns bereitzustellen. Und was wir auch schon wissen, da es natürlich ein Chat-Tool ist, hat es natürlich auch
den Anspruch, dass man mit ihm chatten kann. Und ich sehe gerade, ich schalte gleich mein Video direkt ein, damit man mich auch sieht, was scheinbar Probleme mit unserem Besprechungsraum-Video gibt. Und bin zwar sehr, sehr erleuchtet, macht aber nichts. Hauptfokus soll so ohne dies auf der Präsentation sein. Und natürlich, all diese drei Bereiche werden quasi im Copilot dann gebündelt, um das Bestmögliche aus einerseits den Apps, andererseits den Daten rauszuholen. Wie funktioniert es aber ganz vereinfacht gesagt? Es ist ein mehr oder weniger ein Copilot, ein Assistent, mit dem man chatten kann. Das heißt, man schickt dem einen Prompt. Ein Prompt ist nichts anderes als eine Anfrage. Und diese Anfrage, also dieser Prompt, wird dann nicht sofort zum Large Language Model weitergeleitet, um dann eine Antwort oder eine Aktion auszulösen, sondern es wird einmal dieser Prompt mit dem sogenannten Grounding-Prozess durchlaufen. Sprich, der Prompt wird gegroundet und Grounding heißt nichts anderes wie, er wird angereichert und / erweitert mit meinen Unternehmensdaten, die von Microsoft Graph kommen. Das heißt, ich schicke dem Copilot einen Prompt. Der Prompt wird durch den Copilot mittels Grounding mit meinen Daten angereichert und danach erst wird dieser Modified Prompt zum Large Language Model weitergereicht, damit dann schlussendlich das Large Language Model die Response, also die Antwort generieren kann. Und die Antwort geht dann wiederum nicht direkt zu mir bzw. zu meinen Apps zurück, sondern die Antwort wird auch wiederum gegroundet, sprich auch wiederum mit Informationen angereichert, bevor sie dann zu mir als Endbenutzer oder aber zu meiner Applikation als App-Comment zurückgegeben wird. Also das ist mehr oder weniger, wie Copilot under the cover funktioniert. Sprich, wir haben Prompts, die wir mit Unternehmensdaten angereichert bekommen. Aus den Prompts werden dann Antworten generiert und diese Antworten werden dann in Form von Text bzw. App-Comments zurückgegeben an mich bzw. an meine jeweilige Office-Applikation. Das Ganze hat natürlich ein irrsinniges Potenzial in vielerlei Hinsicht. Es kann uns bei sehr, sehr vielen Tasks unterstützen, aber Stand heute wirft es noch sehr viele Fragezeichen auf. Wir wissen nicht, wann kommt es, wann wird es released, wir wissen nicht, wie wird es lizenziert und was wir auch noch nicht wissen, was aber gar nicht so unkritisch ist, ist, wo werden die Daten da überhaupt gespeichert? Werden die wirklich nur in meinem Tenant gespeichert und verarbeitet? Kommen die irgendwo anders hin? Geht da die Microsoft mit Data Residency um? Das sind auch noch offene Fragen, die geklärt werden können, bevor man das dann auch wirklich einsetzbar macht. Wie schaut das Ganze in Aktion aus? Copilot zum Beispiel in der Office-Applikation Word ist jetzt ein Produktvideo der Microsoft, soll aber kurz veranschaulichen, wie das Ganze schlussendlich uns helfen kann. Nämlich können wir dann zum Beispiel in einem Word-File mit dem Copilot chatten, beziehungsweise so einem sogenannten Prompt absetzen, was man jetzt da sieht. Und noch dazu kann ich quasi aus dem Word dem Copilot sagen, ich brauche diese und jene Informationen aus zum Beispiel dieser OneNote-Page. Bitte füge mir die in mein Word-File hinzu. Und dann habe ich auf der rechten Seite diese Sidepane mit dem Copilot und kann dann zum Beispiel dem Copilot sagen, du, aus dem PowerPoint-Slide-Deck hätte ich gerne jetzt ein Proposal gemacht in Form eines Word-Files. Bitte erstell mir das Proposal. Und der Copilot geht dann im Hintergrund her, holt sich die Daten aus dem PowerPoint raus via Microsoft Graph und fügt die dann in mein Word-File ein, beziehungsweise geht noch einen Schritt weiter und macht das Ganze noch in einem hübschen Design, sodass ich dann ganz, ganz wenig manuelle Arbeitsschritte habe, bevor ich das Proposal zum Beispiel an einen potenziellen Kunden ausschicken kann. Was wir auch gehört haben auf der Build-Conference, beziehungsweise auch in den Tagen und Wochen danach, ist, Copilot ist jetzt einerseits quasi als Service irgendwann nutzbar. Copilot wird aber auch erweiterbar sein mit sogenannten Plugins for Copilot. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einerseits den Copilot dann zum Beispiel in meinen Office-Applikationen zu nutzen und dann aus dem Word heraus Dinge aus dem PowerPoint zu extrahieren und einzufügen. Aber ich kann noch einen Schritt weitergehen
und meinen Copilot dann mittels Plugins so gestalten, sodass ich zum Beispiel auf meine Unternehmensdaten Zugriff habe, die vielleicht außerhalb von Microsoft 365 Ökosystem existieren, beziehungsweise in Fremdsystemen oder in Third-Party-Systemen existieren, wie zum Beispiel SAP, meinem ERP-System, meinem CRM-System, whatsoever. Und funktionieren tut das Ganze mit dem sogenannten Copilot-Stack. Das heißt, ich habe da wirklich einen Architekturvorschlag, damit ich Copilot so erweitern kann mit Plugins und so extenden kann, so wie ich es dann schlussendlich für am besten halte und so wie es mir für mich als Unternehmen am meisten weiterhilft. Und ich kann dann wirklich den Microsoft Copilot, also den zum Beispiel Microsoft 365 Copilot, mit anderen Copilots kombinieren, um da schlussendlich das beste Ergebnis zu erzielen. Und Stand heute gibt es schon sehr, sehr viele Plugins von diversesten Anbietern und Third-Party-Apps und Unternehmen. Wie schon erwähnt, SAP ist dabei, Adobe ist dabei, Asana ist dabei. Vor allem im Consumer-Bereich sind einige dabei, die dann auch Richtung OpenAI abzielen, wie zum Beispiel Spotify, TripAdvisor und. Das heißt, ich habe da eine sehr coole Möglichkeit, dann schlussendlich auch den Copilot so zu erweitern und mit den Systemen zu vernetzen, die ich als Unternehmen schlussendlich auch in der Nutzung habe, auch außerhalb von Microsoft 365. Und das Ganze schaut zum Beispiel so aus in Teams. In Teams werden wir ja auch einen Copilot irgendwann einmal zu sehen bekommen. Und da habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel den Copilot mit dem Jira-Plugin zu nutzen. Und ich chatte mit dem Copilot in Teams und sage dem Copilot, du bitte, ich würde gerne ein Jira-Ticket anlegen. Und der Copilot, da er ja dieses Jira-Plugin mehr oder weniger installiert hat, ist dann eben in der Lage, direkt in Teams heraus für mich ein Jira-Ticket anzulegen. Da werden jetzt viele von Ihnen sagen, gut, das kann ich heute auch schon. Ja, kann ich natürlich, indem ich zum Beispiel einen Chatbot mit dem Bot-Framework oder mit Power Virtual Agents baue und alles das selbst entwickle. Der Gedanke hinter den Plugins ist aber vielmehr, dieses Baukastensystem in den Vordergrund zu heben und dass zum Beispiel Jira mir das Plugin anbietet und ich da jetzt nicht selbst dazu was entwickeln muss, sondern das Plugin einfach an den Copilot andocke und dann dieselbe Funktionalität habe, als wie wenn ich es mir heute selber entwickeln würde. Was auch noch spannend ist, Copilot hört nicht bei Microsoft 365 beziehungsweise in der Cloud auf, sondern Copilot wird auch für Windows kommen, also Copilot for Windows 11, wo ich dann wirklich die Möglichkeit habe, direkt am Desktop mit meinem Copilot zu chatten und zum Beispiel dem Copilot zu sagen, du, ich muss mich jetzt fokussieren, bitte schalt den Focus Mode an und ich muss dann quasi nicht das Setting und das Häkchen selbst setzen, sondern ich chatte mit dem Copilot und sage ihm, was er Windows zum Beispiel für mich konfigurieren muss, beziehungsweise für Settings setzen muss, damit ich fokussierter arbeiten kann. Also auch das eine Neuerung, die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat in den diversesten Blogs, aber dennoch sehr vielversprechend ist. Was wir aber heute schon wissen, ist, Copilot auf der Roadmap gibt es nur zwei Einträge, einmal für SharePoint mit dem Rollout Start November 2023, Stand heute, und dem Copilot fürs Admin Center mit dem Rollout Start im Juli. Alle anderen Copilots sind da noch gar nicht gelistet, also Word, Excel, PowerPoint, Teams und so weiter und so fort steht da noch gar nicht. Das heißt, wird wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis wir die dann auch wirklich tatsächlich sehen werden, live und bei unserem Tenant nutzen können. Was auch noch, bevor wir in die Praxisbeispiele gehen, interessant ist, Introducing Bing Chat, vielleicht hat es der ein oder andere von Ihnen schon in Verwendung, wo ich quasi mit der Bing-Suchmaschine auch so eine Copilot-ähnliche User Experience bekomme, wo ich dann, ja, so wie ChatGPT auch in der Bing-Suchmaschine dann chatten kann. Das ist heute schon nutzbar. Auf der Bing-Webseite beziehungsweise im Edge-Browser mit dem Bing-Chat-Plugin, wo ich mir dann zum Beispiel auch so Features zunutze machen kann, wie bitte mach mir ein Summary von einer Page, in dem Fall war es der Blogpost zu den AI-Plugin-Ecosystem. Funktioniert recht gut, funktioniert recht einfach.
und spart eine sehr große Menge an Zeit, gerade wenn ich mir einen so langen Blogpost jetzt nicht unbedingt Wort für Wort durchlesen möchte, sondern ich einfach nur gerne das Summary hätte, beziehungsweise die Key Points draus hätte, dann frage ich einfach den Bing Chat, bitte mach ein Summary, und der macht es mir. Und ich nutze das auch schon jetzt häufig, um eben solche Dinge ja, oder Zeitersparnis eigentlich zu generieren. Bing Chat, beziehungsweise ganz generell Bing, kommt auch, beziehungsweise ist teilweise schon in ChatGPT Plus, heißt es, glaube ich, also in der bezahlten Variante, wo ich mir dann mit GPT-4 also die neuesten Informationen auch direkt von Bing in meine Prompts mit einfließen lassen kann. Also auch eine sehr, sehr gute Neuerung, die da ChatGPT mit sich bringt. Und wer es vielleicht gerne mit eigenen Daten angereichert hätte und aber jetzt nicht möchte, dass die Daten selbst da irgendwo die Unternehmensboundaries verlassen, der kann dasselbe wie zum Beispiel ChatGPT auch mit Azure OpenAI realisieren, wo man quasi einen Azure-Service hat, der im Hintergrund ein ChatGPT, also GPT-Modell, entweder 3.5 oder 4 nutzt, mit dem ich mir dann so einen virtuellen Assistenten bzw. Co-Piloten selbst erstellen lassen kann, auf Basis meiner Daten. Und wir sehen da in dem Beispiel, ich habe das jetzt mit einem Surface Book Manual gemacht, also ich habe wirklich nichts anderes getan, wie dieses PDF, das hat glaube ich 100 Seiten, hochgeladen in den OpenAI Playground. Im Hintergrund hat es Cognitive Search indiziert, und auf Basis dessen habe ich dann mit dem virtuellen Assistenten über dieses Surface Book Manual chatten können. Ich habe ihn gefragt, wie lange haltet die Batterie, wie kann ich ihn chargen, mit USB-C oder nicht, und er gibt mir die relevanten Informationen sehr, sehr präzise aus den Daten, die ich ihm überreicht habe, wieder. Und das Coole ist, aus dem, also das ist jetzt quasi nur dieses Portal, um es zu konfigurieren, aus dem kann ich mir auch eine OpenAI Chat App generieren lassen, also eine fixfertige Website, wo ich einen Webchat wiederfinde, mit dem ich dann quasi chatten kann. Das heißt, ich habe dann wirklich die Möglichkeit, mit ein paar wenigen Klicks und eigentlich null Entwicklungs- und Programmieraufwand mir so eine Chat App zu generieren und dann mit einem virtuellen Assistenten da zu chatten, auf Basis meiner Unternehmensdaten. Das Ganze kann dann auch noch abgesichert werden mit Azure AD, dass nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf Zugriff haben. Und so habe ich wirklich die Chance, ChatGPT für Unternehmen mit Unternehmensdaten relativ einfach zu realisieren. Und das waren eigentlich die ganzen Neuerungen, die es in den letzten Wochen und Monaten seit der Build Conference gegeben hat. Und damit möchte ich kurz zum Tommy Gölles weiterschwenken, der da einige coole Praxisbeispiele auch herzeigen wird, wie man die ganzen Dinge schon heute verwenden kann. Danke, Stefan. Ich teile mal meinen Schirm und starte im PowerPoint rein. Gleich ein Slide weiter. Du siehst schon? Ich sehe schon, ja. Ich muss vorweg sagen, noch einmal ganz kurz, Gölles Thomas, mein Name. Ich bin in der Solvion für eine Unit, die sich Consulting und Engineering Services nennt, verantwortlich. Um mich geht es nicht heute. Es geht um das Thema, das wir uns anschauen. Und in Stefan seine Einführung hat schon aufgezeigt, was jetzt an Neuerungen und an letzten News quasi seit den letzten großen Konferenzen, Build-Konferenz, Microsoft 365-Konferenz in Las Vegas passiert ist. Ich möchte das Ganze jetzt auf zwei Flugebenen in den nächsten 30 Minuten beleuchten. Das eine ist das mit, wie können wir uns auf diese Copilot-Welle vorbereiten, die auf uns zurollen wird. Das heißt, es wird an unterschiedlichsten Stellen, ob in Teams, ob in Word, ob in PowerPoint, ob im Security-Bereich, ob mit Viva Amplify, überall wird es irgendwo an Copiloten geben. Und eine zweite Flugebene, was macht das mit uns? Im Sinne von, was bedeutet das jetzt für uns in unserer Arbeit, was bedeutet das für Kolleginnen und Kollegen? Einfach die Flughöhe ein bisschen ändern. Daher hoffentlich jeder noch mit einem Kaffee der Wahl ausgestattet oder Getränk der Wahl ausgestattet. Die Dualität mit den zwei Dingen schauen wir uns jetzt einfach an. Der Stefan hat schon ausgeführt, dass Copilot jetzt noch nicht GA ist. Das ist dieses Microsoft-Jargon für General Available, im Sinne von, es ist für alle verfügbar und jeder kann damit arbeiten.
Wir haben trotzdem Möglichkeiten, dass wir vorab uns auf die Arbeitsweise, auf das, was sich ändert, vorbereiten können. Und da müssen wir halt ein bisschen kreativ werden. Und das Erste, was wir machen, ist, wie es der Stefan schon gesagt hat, wir nutzen Bing Chat. Ich bin da jetzt einfach wirklich in einem OneDrive von mir drinnen, das ist sogar eine Consumer-Variante, Word Online, und schreibe rechts in dem Compose-Tab mit Bing Chat. Und muss man jetzt nicht genau mitlesen, aber ich formuliere da quasi einen Absatz, der in die Richtung geht mit ich würde gern zu einer Konferenz fahren und muss meinen Manager davon überzeugen, dass das Sinn macht, dass ich mir als Techniker eine Konferenz teilnehme und was er davon quasi mitnehmen kann. Und der generiert da was. Und das Generierte kann ich nehmen und werde dann im Video gleich nach Word drüber kopieren. Was zeigt man damit auf? Die Arbeitsweise im Sinne von, ich fange nicht mit einem weißen Blatt Papier an, sondern ich habe einen Helfer, dem ich mit einer Chat-Eingabe, Natural Language, Sprache im Sinn von Schrift, kommunizieren kann, was ich gerne hätte. Und der macht mir Vorschläge. Ich habe jetzt bewusst gesagt, der macht nicht Ergebnisse, sondern der macht Vorschläge, weil man sieht da ja a Tone im Sinne von, wie ist da, welchen Level von Sentimentalität, Emotion, wie ist die Ansprache, das kann ich also ein bisschen mitgeben, professionell, casual, enthusiastic, wie ich es halt will. Das werde ich ein bisschen versuchen. Gleich wie mit den Designs, die wir dann auch schon gewählt haben, der Designer Preview, das ist ja doch auch vielen geläufig, das gibt es ja dann auch schon länger. Aber das ist ja auch eine Vorstufe zu dem, was wir jetzt als Assistenten haben. Und wir, indem wir uns schon mit dem länger beschäftigen, persönlich finde ich es ein bisschen schade, was Microsoft und auch Google machen, im Sinne von, dass sie auf ihre digitalen Assistenten, die sie gehabt haben, rückblickend sagen, das war nichts. Aber wenn man sich mit Cortana beschäftigt hat vor 5, 6 Jahren und die Idee gesehen hat, was dort möglich wäre, ja, das wäre halt genau das gewesen. Nicht? Jetzt heißt es dann Bing Chat oder Copilot für Windows, weil man gesagt hat, okay, man kann den Brand quasi nicht mehr weiter nutzen, aber von der Idee her sieht man da schon eine Evolution durch rein und sagt, okay, eigentlich Cortana, digitaler Assistent, Sprache, wahnsinnig gut. Und ich gebe noch einen Gedanken mit, jetzt schreiben wir damit. Das heißt, ich füge da Text ein und jeder, der es kennt, ob das jetzt Siri ist, ob das die Alexa ist, ob das irgendein anderes Device ist und mit Spracheingabe das Auto beim Navigieren schon weiterkommt, da geht natürlich auch im Kopf dann weiter zu sagen mit, wer weiß, wie lange wir da noch schreiben müssen und wann wir dann vielleicht schon diktieren können, beziehungsweise vielleicht jetzt schon Features nutzen, die einfach in Betriebssystem eingebaut sind, die Sprache zu Text ermöglichen. Das heißt, da passiert relativ viel. Wichtiger Punkt, ich kann eigentlich das schon nutzen, im Sinne von, was erwartet mich? Mir fehlen ein paar Features, die kommen im Sinne von bestehende Dokumente verlinken, alles klar, aber das Gefühl bekommen, ich starte nicht am weißen Blatt, sondern ich starte mit einem Input, das kann ich jetzt schon haben. Schauen wir uns weiter. Copilot in Outlook. Es ist ein Video, wo man einfach sieht, wie Microsoft sich vorstellt, wie das ausschauen wird. Erster Punkt mit Catch Up with Copilot, im Sinne von, gib mal Zusammenfassung, was ist denn passiert, wo stehe ich da eigentlich? Da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch mit, ist das so notwendig, dass man, ich habe da eine Aussage im Kopf mit, bitte fass mal die letzten 5 Mails von meinem Manager zusammen. Da schwanke ich ein bisschen, ob das so wahnsinnig viel Gewinn hat, wenn ich da einfach Infos so verdichte oder ob da nicht irgendwie was verloren geht. Muss man schauen. Da sieht man wieder das Adjustment vom Tone, gleich wie es beim Bing Chat ist mit, okay, in meiner Antwort, die mir jetzt generiert wird, verwende ich da natürlich auch Attachments und kann dann auch sagen, okay, welche Art und Weise will ich antworten, wie soll das klingeln und bin da natürlich schneller. Also mit dem Erstellen gehe ich voll d'accord, dass das eine wahnsinnige Hilfe sein wird können. Das Zusammenfassen und irgendwie die Relevanz rauskitzeln, muss man sich anschauen. Bin ein bisschen vorsichtiger, will ich nicht die komplette Hypewelle gleich mit aufbauen. Aber wir haben jetzt gehabt Outlook, das kann ich natürlich auch selber machen, indem ich hergehe und sage, und diese Grafiken, die Sie jetzt da sehen, das soll visualisieren einen Chatverlauf, den wir mit ChatGPT nachgestellt haben, wo ich einfach sage mit, okay, ich habe ein E-Mail von einem Kunden bekommen, der ist jetzt aus irgendeinem Grund nicht super happy mit dem, was wir gemacht haben. Der schreibt da in eine Richtung mit, quasi, ihr verrechnet es mal, das zu früh, zu viel, das war jetzt einfach auch
ein Beispiel, das wir irgendwo im Netz gefunden haben, wo ein Angry Customer quasi sich beschwert. Und wir fragen da mit relativ wenig Input eigentlich den die ChatGPT mit, kannst du uns da vielleicht helfen? Ich habe die Message gekriegt, wie könnt ihr das formulieren? Und was schreibt das Ding uns zurück? Das haut so ein Template raus. Mit Your Customer Name, I hope this message finds you well, bla 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 bla, durch runter und macht einfach auf, und das wird sogar noch weitergehen mit unterschiedlichen Steps, die man machen kann, und gibt einen Anhaltspunkt. Knackpunkt wieder für mich, da wäre ich nicht nehmen, Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V, im Sinne von alles markieren, einfügen und abschicken, wird nicht so schlau sein, aber es hilft mir vielleicht wieder, die richtige Kommunikation zu wählen, die richtigen Level, die richtige Ansprache zu wählen. Und wenn ich so ein bisschen dieses Writer's Block habe, im Sinne von, ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll und wie ich darauf reagieren soll, dann gibt mir das vielleicht 3-4 Möglichkeiten. Weil, auch ein wichtiger Punkt, ich kann bei allen diesen Tools immer wieder sagen, noch einmal, probier es noch einmal, bis mir das Richtige passt und ich dann weiterkomme. Jetzt ist aber die spannende Frage, warum kann das Ding das? Warum kann ChatGPT das, was es da jetzt macht, nämlich Generative AI im Sinne von neue Sätze erfinden? Und wo kommt das Ganze her und wie schaut das aus? Und da gehen wir jetzt einen Schritt weiter und schauen mal, was richtige Experten zum Thema sagen, im Sinne von die da Thought Leader global sind. Und da ist die Hannah Fry, eine Mathematikerin aus England, ganz vorne mit dabei. Und die sagt schon seit längerem, sie hat mit dem Begriff AI ein bisschen ein Problem. Weil das, was sie sagt, ist, dass was wir sehen, ist eigentlich eine Revolution in Computational Statistics. Das heißt, die Rechner werden immer schneller und wir werden immer besser im Design von Maschinen, von CPUs, die wahnsinnige Geschwindigkeit von Berechnungen haben. Und die Auswirkungen sehen wir. Jetzt ist das so die Ecke mit, jetzt vereinfacht ausgedrückt, die Algorithmen werden feingetunter, die Performance ist besser und dadurch erlaubt man mehr Möglichkeiten und geht man durch. Was stützt Ihre These oder diese Aussage? Einerseits natürlich das Bild. Was Sie da jetzt sehen, ist der Cray 2. Das ist ein Supercomputer aus dem Jahre 1986. Das ist der am ehesten meinem Geburtsjahr nahe kommt. Ich bin nur 2 Jahre älter. Aber da sieht man, das Foto bewusst auch gewählt mit dem Handlauf, wie groß die Kiste ist und was die kann. Damals verwendet worden, um etwas, was leider wieder in unsere Köpfe reingekommen ist, auszurechnen, nämlich dieser kalte Krieg. Irgendeiner drückt auf den großen roten Knopf und wie wird sich da dieser ballistische Regen auswirken, das da vorzubedenken. Das waren die Anwendungsfälle in den 80ern. Das hat die Maschine quasi gerechnet. Solche Supercomputer werden immer gemessen mit der Rechenleistung. Da gibt es eine Einheit, mit wie viel Floating Point Operations die quasi da durchmachen können. Und wenn wir da jetzt genau reinschauen, sehen wir, dass der Cray 2 1986 gleich potent war wie das iPad 2 so 2011, 2012. Das heißt, ich nehme mich da nicht aus, ich habe das schon nicht auch gemacht, 2012 Candy Crush gespielt mit einer Hardware, die 20, 30 Jahre vorher der Supercomputer der Welt war. Da sieht man, okay, da hat sich was getan. Was wir da auch sehen, das ist diese Achse durchaus, Sie sehen da eigentlich die Entwicklung der Geschwindigkeiten der Supercomputer durchaus seit den 50er Jahren und Sie sehen da live eine Grafik, die Moore's Law zeigt, im Sinne von alle 18 Monate Geschwindigkeit verdoppelt. Das geht so rauf. Wir kommen da natürlich jetzt in eine Ecke rein, langsam, weil sie mit den CPUs beschäftigt, dass die Chips so klein sind, dass wir auf Molekülebene herunter sind und da nicht mehr diese noch Verdichtung und noch mehr Schaltkreise so zusammenkriegen. Was macht die Menschheit dann? Man erfindet was Neues, Quantum Computing. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass dieser Grad nicht so weitergeht, sondern sogar noch schneller wird, was uns wieder hilft bei AI-Anwendungen. Und was sind jetzt so AI-Anwendungen generell, außerhalb von dem, wo wir quasi mit unserer Arbeit drinnen sind, einfach nur zu zeigen, was sich da rundherum schon tut. Da sehen Sie jetzt einfach die Vorstellung und das ist ein Faktor, wenn wir dann eingehen, erkläre es kurz. Google hat mit DeepMind, einer Firma in London, seit Jahren versucht, AI-Thematiken zu lösen. Und eines der ersten Probleme, das sie die angeschaut haben, war Go, das Brettspiel, das chinesische Go. Sie kennen sicher alle aus der Historie die Versuche, Schach
zu schlagen in den 90er Jahren, wo die ersten Computer quasi die Grandmasters geschlagen haben. Und ich bin im Schach absoluter Anfänger und Go habe ich noch nie gespielt, aber wenn man sich damit beschäftigt, sagen alle Go ist um wahnsinnig viel noch komplizierter und komplexer als wie Schach. Und das war das ein Thema, das sie anschauen wollten. Und die haben eine AI entwickelt, die dann 2016 einen der Weltbesten in 5 Partien 4-mal geschlagen hat. Was davor quasi als unmöglich galt, dass das eine Maschine kann, hat man dann trainiert und durchgemacht. Die haben aber nicht aufgehört und haben diesen Algorithmus, diese AI weiter trainiert und haben gesagt, okay, wir verbessern das. Und das ist die Grafik auf der rechten Seite und machen AlphaZero draus. Das heißt, wir machen unheimlich viel Trainingdaten, aber mit einem großen Unterschied. Die Maschine links hat immer mit Menschen trainiert. Das heißt, die hat sich ganz viel Input von Personen geholt, hat sich vergangene Spiele angeschaut und hat aus dem gelernt. Das rechts hat nur die Regeln gelernt. Mit dem hat nie wer gespielt, der hat nur die Regeln gelernt. War nach 3 Tagen besser, als wir das vorher gehabt haben. Nach 21 Tagen so stark, dass die besten 60 der Welt keine Chance mehr gehabt haben. Und nach 40 Tagen war das Ding nochmal besser und in 100 Spielen hat kein Mensch gegen das Ding gewonnen. Warum? Weil der menschliche Faktor rausgerechnet worden ist. Und das macht man zumindest mit mir. Die Maschine ist um wahnsinnig viel besser, wenn kein Mensch mit ihr interagiert, sondern nur die Regeln lernt. Das sieht man auch bei allen, muss immer schmunzeln, wenn es heißt, die AI halluziniert, weil sie irgendwas erfindet. Und das ist nicht einfach ein Bug, wo wir in die Algorithmen noch mit dem, was wir als Mindset haben, wo wir als Gedanken haben, reingehen. Wenn man einfach nur das Ding rechnen lassen würde, bei so einem klaren, regelbasierten Werk, ist das Ding noch einmal viel, viel stärker, als wie wir das uns vorstellen können. Jetzt ist das natürlich ein Anwendungsfall, wo man sagt, okay, jetzt haben sie das Spiel quasi durchgespielt. Was haben wir als Gesellschaft, als Menschheit davon? Was jetzt DeepMind weitergemacht hat, ist AlphaFold. Und das ist eine sehr beeindruckende Geschichte in der Hinsicht, dass die AI Proteinstrukturen vorberechnet. Im Sinne von, was gibt es denn alles an Möglichkeiten, wie Proteine sich zusammenfügen? Das ist ganz wichtig für Forschung im Medizinbereich, im Sinne von Medikamenten, Impfstoffe, mögliche Proteinstrukturen dort zu berechnen. Und wie wir alle mitbekommen haben, gibt es Ereignisse global, die es notwendig machen, dass Medikamente und Impfstoffe vielleicht schneller und rascher da sind. Und da hilft diese Datenbank, weil die haben einfach 200 Millionen Proteinstrukturen mit AI errechnet. Die kann ich benutzen. Im Vergleich zu vorher, wo man das einfach teilweise auch im Labor noch machen musste, Vorsimulationen und versuchen musste und dann einen Versuch gehabt hat und gesagt hat, okay, jetzt habe ich eine Struktur, passt das oder passt das nicht? Dann statistisch mit Simulationen und jetzt einfach alle Möglichkeiten durchgespielt und schauen wir, was ist. Damit wird es nicht so sein, dass man sagt, okay, Medikamente werden auf Knopfdruck erfunden, aber doch die Durchlaufzeit reduziert sich ganz gewaltig. Und da sieht man eine ähnliche Kurve, dem 2021 350.000 solche Strukturen erkennen können und 2022, ein Jahr später, 200 Millionen. Das heißt, in einem Jahr von 350.000 auf 200 Millionen. Das sind sehr, sehr starke Zahlen. Und wenn immer sich mit AI beschäftigt, kommt man dann, wie wir sind, aus Graz nicht herum, um in der Popkultur jemanden zu zeigen, der aus Graz groß geworden ist. Passt nämlich auch gut mit den 350.000. Das ist in etwa die Bevölkerung von Graz, wenn man einen Bezirk dazu rechnet. 200 Millionen im Vergleich wären die halbe EU. Bevor wir aber zu dem weltberühmten Grazer kommen wir zum anderen. Ich erlaube mir eine kurze Werbebreak. Am 3. August nämlich hat der Grazfuchs, sein Twitter-Name, der Max Müller, ein Webinar zur Digitalisierung leicht gemacht mit Loco-Technologien, gleicher Setup. Das heißt, wenn sich das Sie interessiert, dürfen wir da am 3. August noch einmal hinweisen, gibt es ein Webinar von Max Müller. Und jetzt kommen wir weiter zum anderen großen Grazer. Wenn wir solche Slides machen, gehen wir manchmal her und sagen, okay, Artificial Intelligence, was ist das? Was kommt da jetzt in den Kopf? Was denken Sie? Und ganz oft wird man damit konfrontiert, natürlich irgendwie der Terminator, mit was denn alles kann. Und dann kommen Leute und sagen, das haben wir ja noch Lichtjahre davon entfernt. Das dauert ja noch ewig, bis das alles ist. Und was kann denn das nicht alles? Schauen wir uns an, was Robotik aktuell schon kann.
Video von Boston Dynamics, muss ich da jetzt sehen, okay, spektakulär, wenn man sagt, okay, was die Maschine da leistet. Wenn man es jetzt vergleicht, als Mensch das zu machen, den Parcours zu laufen, muss man jetzt vielleicht nicht mega sportlich sein, muss kein Grazathlon schaffen, kann da ein bisschen herumspringen. Das werden noch sehr, sehr viele können. Das ist keine Thematik. Jetzt kommt der zweite dazu. Der läuft das jetzt quasi gegen den Uhrzeigersinn. Das kriegen wir alles noch hin. Und jetzt wird es dann aber spannend. Jetzt hüpft der zweite dann rauf. Jetzt positionieren sie sich zu zweit hin. Jetzt geht es dann um eine synchrone Ausführung. Da tun wir uns vielleicht schon ein bisschen schwerer. Und spätestens da hat man mich verloren. Das kann ich nicht. Werde ich nicht kennen. Das heißt, das, was die zwei da jetzt zeigen, ist natürlich schon ein Wahnsinn mit Algorithmen und durch. Und trotzdem, ans Weitergehen, sagen dann sehr, sehr intelligente Menschen, viel, viel intelligenter, wie ich das wahrscheinlich hier sein werde, Stephen Hawking in seinem letzten Buch. Im Moment haben die Computer einen Vorsprung von Geschwindigkeit, das gleiche wie die Heiner Frey sagt, aber eigentlich sind die nicht viel schlauer wie ein guter alter Wurm in der Erde. Die rechnen halt nur viel schneller. Vorteil, sie werden immer schneller rechnen. Das heißt, seine Aussage ist, das Würmchen ist immer noch schlauer als der Terminator, auch wie das, was wir gerade vorher gesehen haben. Das heißt, die spannende Frage ist eigentlich, was heißt dieses oder was bedeutet dieses Wort Intelligenz für uns? Wie ordnen wir das ein? Und jetzt verlassen wir die hohe Flugebene und schauen uns an, was ist Intelligenz und probieren das wieder mit ChatGPT aus. Nämlich insofern, dass wir ein Beispiel sehen, das wirklich aus dem das Thema quasi echt ist. Ich bin zu Hause auf meinem Küchentisch gesessen und habe gesagt, okay, ChatGPT, bitte stapeln wir mir durch Kaffeehäferl, ein Glasel, ein Fieberthermometer, ein Babyspielzeug, ein Buch und ein Smartphone. Das sind meine aktuelle familiäre Situation zu Hause. Das war halt auf unserem Küchentisch. Stapel es mal durch. Und der Stefan hat das schon erwähnt mit ChatGPT 3.5 und 4.0. Und was ist jetzt der Unterschied? 3.0, Antwort darauf, okay, kann ich, klar, kein Problem. Geschickt wäre, wenn wir mit dem größten Objekt unten anfangen. Das macht Sinn. Dann nimmst du das Buch, nimmst das Kaffeehäferl, schaust, dass das quasi make sure to align it properly, dass das ein bisschen zusammenpasst, dann das Glasel, dann das Fieberthermometer und drauf das Smartphone. Spätestens, vielleicht hat ChatGPT andere Vorstellung von Fieberthermometer, aber die ich kenne, auf diesen ein Smartphone zu positionieren, wird ziemlich schwierig werden. Machen wir eins weiter. Gleiche Frage, ChatGPT 4.0. Erstens einmal merkt man schon viel mehr Text, viel mehr Antwort, die da zurückkommt. Ich lasse den nochmal fertig schreiben und dann gehe ich gleich weiter auf den Fokus. Was sagt er? Erster Unterschied, er sagt, das Kaffeehäferl bitte umdrehen, upside down, dass das quasi eine gute Balance ist. Und dann beim Babyspielzeug sagt er, depending upon the shape and size. Auf gut Deutsch, ich weiß ja nicht, was du da am Tisch hast. Ich kenne es ja nicht. Jetzt kommt es darauf an, wie das funktioniert. Kann ich nicht genau sagen. Das heißt, es hat mich verstanden. Im Sinne von mit ein paar Zeilen Text, was ich machen wollte, war dem Ding klar. Und es war auch klar zu erkennen, okay, da wird ein bisschen ein Problem sein mit dem Babyspielzeug, weil das ist nicht genauer spezifiziert, sehr, sehr prozesstechnisch ausgedrückt. Da könnte man ein Thema haben, wie wir das machen könnten. Das ist natürlich jetzt in der Ecke rein zu sagen, okay, da zeigt das Ding Verständnis. Das erkennt was, weil das wird jetzt da im Sinne von einem Large Language Model, dass man sich so vorstellt mit, okay, das ist jetzt nur Wahrscheinlichkeit, mit was ist das nächste Wort, was er vorschlägt, das ist es da nicht. Der versteht das schon richtig mehr. Und dann gibt es eben die neuesten Ansätze aus einer Microsoft Research Ecke kommend, wo Sebastian Bubeck ein Paper hat, das wenige Monate alt ist, wo man sagt, okay, es sind so diese ersten Ansätze, in den letzten wenigen Monaten, dürfen wir nicht vergessen, GPT-4 ist wenige Monate alt, sind die ersten Ansätze erkennbar, dass man sagt, okay, das geht sogar in eine Richtung Artificial General Intelligence. Das heißt, dass die Dinge wirklich vielleicht auch in eine Richtung sich entwickeln können, autonom, selbstständig mehr zu machen. Da stehen wir jetzt im Sinne von Wissenschaftler, ganz, ganz honorige Leute mit wahnsinniger Erfahrung,
definieren gerade, wie weit AI schon ist. Ich maß mir da jetzt nicht an, damit zu sprechen im Sinne von, ist das schon AI, ist das schon AGI? Das sollen die Wissenschaftler sich ausmachen. Spannender ist immer wieder mit, okay, wie kann man das jetzt auch anwenden? Was können wir davon nutzen? Und da ist ein Beispiel zu sagen mit Microsoft 365, fiktiver Fall, wir müssten irgendwie ein Microsoft 365 Rollout mit einer Kommunikation begleiten. ChatGPT, bitte erstell mir einen Kommunikationsplan für sein Rollout. Fokussiere dich auf die Endbenutzer, vermeide irgendwelche Tech-Jargon im Sinne von nicht zu nerdig sein. Und dann haben wir ein bisschen was probiert mit dem Prompt und gesagt haben, okay, aber bring ein bisschen an, ich sage sehr steirisch, ein bisschen an Schmäh rein, ein bisschen an Farbe, ein bisschen an Kolorit rein, aber immer professionell bleiben und machen wir das auf Kosten der Tech-Nerds, die halten das da aus, aber bleiben wir professionell. Und das Ding erzeugt uns einfach einen Kommunikationsplan. Wieder Vorschläge, die erweitern kann, nicht eins zu eins zu übernehmen, das ist nicht die Idee, aber jeder, der sich mit Adoption von solchen Sachen schon beschäftigt hat und vom Ausgang beschäftigt hat, der wird sich da bei dem einen oder anderen Input wiederfinden. Das geht über da ein paar so zu Mails hinaus und ich kann dann wirklich sagen, okay, abholen mit der Information, was erwartet dich, abstecken, zum D0 hin mehr machen, Tipps und Tricks nachher, also das ist schon richtig, ein richtig guter Inputgeber. Das kann man natürlich auch weitergehen und sagen, okay, machen wir jetzt bitte aus dem ersten Ding, aus dieser Phase 1, eine Intranet-Page. Und das ist etwas, was wir teilweise schon in Demos wieder gesehen haben und wieder dieser Anwendungsfall zu sagen mit, okay, ich habe das jetzt nicht integriert, wie es wahrscheinlich wie bei Amplify mit dem Copilot sein wird, wo ich dann sagen kann, okay, neue SharePoint-Page, das ist der Inhalt, den ich kommunizieren will, mach einen Vorschlag. Wir gehen halt heute her, machen den SharePoint auf, sagen neue Seite und machen in einem zweiten Fenster, in dem Fall ChatGPT auf, kommunizieren mit dem und sagen, bitte gib mir da einen Input, mach das ca. 500 Wörter, vergiss auf diesen Ansatz nicht und mach das durchaus. Und das Ding liefert. Und dann kann ich durchreingehen und schauen, okay, was ist da? Und man sieht ja da ein bisschen auch in dem Absatz drinnen formuliert, den leichte Anflug von, okay, versuchen, diesen Schmäh mit reinzukriegen, kann auch ans Weitergehen und zu sagen, brauchen wir bitte noch auch Social Media Post dafür, weil es vielleicht irgendwo kompakter war, da ist die Idee zu sagen, ich werde das jetzt nicht in Social Media posten, aber vielleicht habe ich in meinem Internet irgendwo anders Dinge, die ich in kleinerer, kompakterer Variante kommunizieren will, dann haben wir uns gedacht, das würde es jetzt in einem B2B-Bereich vielleicht auf LinkedIn posten, intern anders. Das Ding war es das ja nicht. Es geht ja um eine Zusammenfassung, es geht um Attention zu bekommen, um Awareness zu schaffen. Kann ja so nutzen, kriege das so raus. Und was habe ich dann? Ich habe eine SharePoint-Page, wo ich diesen Text einfach wiederverwenden kann, wo sogar ans Weitergehen kann und sagen kann, okay, ein Video lasse ich auch noch laufen und das Video lasse ich noch mit Microsoft Designer erstellen, wo man was ein bisschen so aussuchen kann, damit das auch was lebt. Und auf der Page verwendet man dann auch noch ein Logo. Und das Logo lassen wir uns von Bing Image Creator, powered by DALL-E, einer Generative AI, auch wieder aus dem OpenAI-Stack, die Richtung Bilder geht, generieren, wo wir uns da ein Logo generieren lassen. Das heißt, da kann ich mir mit ein, zwei Tools außerhalb des reinen, jetzt Microsoft 365 vorhandenen Toolset schon helfen lassen und kann mich darauf vorbereiten, kann das ausprobieren, kann auch sehen, Stärken, Schwächen erkennen, wie geht es mir damit, welche und vor allem spüren, was das macht, kann vielleicht in einem oder anderen Fall auch mich reinversetzen, okay, was wird dann der logische Schritt sein, was an Features kommen wird in den Tools drinnen, mit der Vernetzung, mit dem Zusammenhang und kriege so ein viel besseres Gefühl, mit welcher Welle rollt auf uns dazu. Hilft uns ungemein, das einzuschätzen. Und wir werden sehen, dass dieses Tool meiner Meinung nach richtig, richtig einschlagen wird und am Anfang wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ein bisschen vor den Kopf stößt, was das macht und wie das ist. Und wir werden dafür viel mit Adoption arbeiten müssen. Ich glaube, dass es uns eine wahnsinnige Möglichkeit gibt, dann noch viel mehr zu erreichen mit der Zeit, die wir haben. Ein wichtiger Punkt dann, komme ich schon zum Abschluss von meinem Teil.
Was kann ich Ihnen noch mitgeben als Takeaway? Erstens, Copilot. Was sage ich damit? Was sollte man sich anschauen? Man sollte sich bitte Copilot mit anschauen. Es wird jetzt die nächsten Monate kommen und immer mehr Einfluss nehmen. Und das Wort steht auch deshalb drauf, es steht nicht Autopilot drauf, es steht Copilot drauf. Es ist sehr bewusst auch vom Wording so gewählt, mit es als Unterstützung zu sehen. Das Ding macht nichts ganz automatisch, sondern es wartet auf unseren Input. Wir sind da quasi der Lenker, der Steuerer, und das ist quasi wie beim Fliegen der Copilot, der unterstützt, aber nicht die Hauptverantwortung trägt. So müssen wir es auch sehen. Begleiten, unterstützen, supporten, aber wir sagen, was das tut. Was kann man sich heute schon anschauen? Bing OpenAI haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Bing Chat einfügen. Je nachdem, wie es schon in Ihrem Tenant ermöglicht ist. Wenn es in einem Umfeld ist, wo man vielleicht einfach durch die Komplexität, durch die Governance halt einfach Features aufdrehen kann, was ich bitte jedem empfehlen würde, dann nehmen Sie halt einfach einen privaten Microsoft-Account und melden Sie dann bei Bing an. Dann kann man das auch versuchen. Immer mit dem Hintersatz aufpassen, welche Daten man da reinspült. Machen Sie irgendwas, wo nicht Ihr Firma vorkommt, keine Geschäftsdaten drinnen sind, sondern vielleicht ein bisschen was Fiktiveres, damit man da Richtung Datenschutz auch wirklich aufpassen, bevor man das wirklich in unserer Microsoft 365-Umgebung haben. Das ist auch wichtig für die Tools darunter. Keine Kundendaten da reingeben, keine Geschäftsdaten reingeben für irgendwelche AIs, die draußen herumfleuten und nicht in ihrer IT-Governance sind. Wo Sie es aber auch super anschauen können, ist eben Perplexity AI, ein Tool, das Ihnen alle 4 Stunden erlaubt, bis zu 5 Prompts mit GPT-4 zu machen. Und mir gefällt das deshalb. Erstens, ich brauche dann keine GPT-Pro-Lizenz aktuell bezahlen. Die kostet aktuell $20 im Monat. Wenn es mir rein darum geht zu sehen, Vergleich zur freien Variante und zu 3.5 zu 4, wo ist der Unterschied, kann ich mit dem gleichen Prompt links und rechts probieren und sehe da den Unterschied. Mir gefällt Perplexity auch aus einem zweiten Grund, weil es unten Quellen angibt. Sehen Sie auf dem Schirm, da steht dann jetzt unten Microsoft, YouTube. Mit dem Durchgehen. Das wäre übrigens die Meinung gewesen, wie ich meinen Webinarteil da gestalten sollte. Und das zweite ist, oder das andere Tool, das ich so super spannend finde, das ist quasi das Letzte, was ich ein bisschen mitgebe. Sie sehen da oben meinen Prompt, das, was ich quasi da reinwerfe. Und es hängt so viel davon ab, was Sie dem Ding mitgeben. Und das geht jetzt so weit, dass es mittlerweile Tools gibt, die Ihnen dabei helfen, hier Prompts zu engineeren. Und da ist FlowGPT eins davon. Wenn Sie sich das anschauen, dann ist alles, was Sie jetzt auf diesem Slide sehen, ein Prompt, mit dem man startet. Wo man ganz konkret sagt, okay, ich würde da reingehen, und das die Geschichte, die ich gesagt habe, ist, okay, ich hätte gern einen Prompt, der mir dabei hilft, wirklich Research zu machen zu einem Thema. Und Sie sehen, das Ding ist so aufgebaut, dass der dem Chatbot sagt mit, ich gebe dir mal jetzt viel Kontext, ich gebe dir mal nicht das Thema, das fragst du mich bitte als nächstes. Zuerst einmal sind wir in einer Verständnisphase und ich gebe dir mal so ganz genau mit, was ich haben will. Und ich habe dann gesagt, passt, ich hätte gern irgendwas Richtung Low-Code Cloud-Plattforms, und dann macht er mir Prompts raus. Das heißt, ich nutze die AI, damit die AI mir vorschlägt, wie ich mit ihr im nächsten Step rede. Weil ich selber auf diesen Prompt in der Zeit nicht komme, nutze ich mir dann die Unterstützer mitgeben. Und FlowGPT ist ein Tool, das einem dabei hilft, ganz viele unterschiedliche Prompts quasi zu designen. Und Sie werden merken, wenn Sie sich damit beschäftigen, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben mit dem Beispiel, bitte formuliere das E-Mail aus und machen wir das so. Oder aber Sie geben, so wie in dem Schirm, richtig Kontext mit. Was ist mir wichtig? Um was geht's? Was sind die Knackpunkte, um was geht es wirklich drauf an, dann kommen wir dann ganz weiter. Und was zeigt uns das? Es geht in eine Richtung, dass ich nicht mit, ich schreibe einen Satz rein und kriege einen Input, sondern wir gehen mit dem Ding in einen Dialog. Ich fange mit dem zum Reden an und sage, Achtung, ich will von dir in der nächsten Zeit das und das und das haben. Das ist das Format, so stelle ich mir das vor. Die Parameter sind mir wichtig. Auch schon den Umkehrschluss gesehen mit der Frage mit, wenn du das nicht so viel mehr hast, was wären noch 10 Fragen, die du mir stellen müsstest, um einen guten Prompt zu designen?
Das heißt wirklich ein bisschen so Inception quasi machen, im Sinne von die AI auch nutzen, um uns solche Prompts zu designen, damit wir da auch wirklich dann den großen Step machen können. Und FlowGPT noch einmal ein freies Tool, das man anschauen kann, wo ganz viel Prompts vorgeschlagen werden für nicht nur OpenAI, für ganz viele AI-Bereiche. Wieder zum Starten frei, und damit man da ganz schnell vorne mit dabei ist. Und mit dem sind wir bei den Fragen angelangt, Stefan. Genau. Ich sehe im Chat, es gibt keine Fragen. Noch nicht. Also wer noch eine Frage hat, bitte einfach gerne jetzt im Chat schreiben. Ich hätte eine Frage an dich, weil die Leute vielleicht über Fragen nachdenken. Was glaubst du, wie relevant wird das Thema Prompt Engineering dann in der Zukunft sein, wenn du sagst, eigentlich dreht sich es dann nur mehr um Prompts? Glaubst du, müssen wir dann umdenken im Sinne von, so würde ich die Frage am Menschen stellen und so würde ich die Frage der Maschine stellen, oder werden wir irgendwann dorthin kommen, dass die Maschine quasi menschenähnlich mit uns kommunizieren kann und da auch vielleicht so Slang und Dialekt mit verstehen kann? Irgendwann einmal sicher. Im ersten Schritt würde ich aber, glaube ich, von der Erwartungshaltung mit darauf einstellen, mit das wird so sein wie bei Bing oder bei Google. Mhm. Wer kann gut suchen, wer kann schlecht suchen? Wir alle kennen sicher aus dem Umfeld Leute, die im Internet alles finden und Leute, die sich schwer tun. Ja. Mit ein, zwei Wörtern in der Google-Suche kommst du auch nicht weit. Wenn du da mehr eingibst, kommt mehr zurück. Ich würde im ersten Schritt immer davon ausgehen, dass das schon in dem Spektrum sich abspielt, zu sagen, wir werden immer noch ein bisschen daran denken müssen, dass das eine Maschine ist und der muss ich was mitgeben. Mhm. Wie das weitergeht, und das wird, glaube ich, in den nächsten wenigen Jahren schon spannend sein, wie viel von Microsoft Graph das quasi mitkriegt, wie viel das von meinen letzten Conversations, von unseren Chats, die wir haben, als Kontext mitnehmen kann, wird eine Frage sein, was geht technisch und was erlauben wir dem Tool? Weil wollen wir das wirklich? Mhm. Das wird ein bisschen der Knackpunkt sein, aber früher oder später glaube ich schon, dass das in die Richtung geht. Ich glaube auch, dass das noch ganz, ganz, ganz viel weitere Kreise ziehen wird mit Sprache und dem Verständnis durch. Aber momentan bleiben wir mal so. GPT-5 zum Beispiel, habe ich jetzt an Podcast gehört, wird ganz stark in die Richtung gehen, mit Video zu machen. Mhm. Weil die sagen, mit 4.5 haben wir es quasi geschafft, dass wir die ganze Welt als Text beschreiben können. Aber mit Text kann ich nicht alles machen. Ich brauche nur Video. Und da geht natürlich in eine ganz andere Ecke auf mit, okay, wenn das Ding aus dem Prompt auch ein Video machen kann, das kann nicht nur Vorteile haben. Ne? Ja, klar. Anders sagen. Ja, klar. Copilot schon irgendwo testen. Die Dinge kommen jetzt nach und nach in der Microsoft Suite, werden sie verfügbar. Nach und nach meine ich im Laufe des Kalenderjahres, wenn die ersten Dinge aufgedreht werden. Wie gesagt, jetzt am besten Bing Chat, ChatGPT, Perplexity AI, gern auch den Bot von Google anschauen, was die machen, damit man einfach ein Gespür dafür kriegt, wie die Dinge funktionieren. Da ist man dann eher noch außerhalb Microsoft 365, um sich ein bisschen auf die Technologie vorzubereiten. Wo werden die Daten bei der Verwendung von Bing hingesendet? Immer in die USA. Das kommt jetzt darauf an, was sie verwenden. Was wir jetzt heute gesehen haben, ist eine Mischkulanz gewesen. Der Stefan hat OpenAI verwendet in Azure. Das heißt, er ist in einen Azure-Tenant bei uns reingegangen und hat gesagt, OpenAI as a Service, dann bleiben die in dem Azure-Bereich, wo ich bin. Ich glaube, unser, was du die West Region, Europe. West Europe. Ja. Gibt es das überall schon oder gibt es das nur gibt in West überall, Europe? Ja. Okay. Also sie können sich die Region dann aussuchen und sagen, passt, Schweiz, West Europe, vielleicht bald auch in Austria East reingeben und dann haben sie das dabei. Wenn sie es so machen, wie ich jetzt gemacht habe und gesagt haben, okay, ich nehme meinen Bing Privat-Account, deswegen auch mein extra Appell, schreibst du bitte keine Firmendaten rein, dann weiß ich es nicht. Nehme aber an, dass dann das schon über den Teich geht. Aber das ist ja dann wieder das, wo ich als Benutzer wissen muss, wo es hingeht. Das ist die Frage ja super berechtigt. Im Firmenkontext OpenAI über Azure verwenden, dann bleibt das quasi in einem sicheren Bereich. Wenn es mal rein darum geht, zu spüren, wie AI funktioniert in dem Kontext mit Generative AI und die das auch bei den anderen Tools verwenden kann, dann nehmen sie halt ein Mail von einem Kunden, formulieren das um, schauen, dass alle persönlichen Sachen, Rückschlüsse draußen sind und versuchen das zu testen, nicht 1-20 Sachen. Weil es gibt die Fälle,
wo auch große Tech-Giganten Probleme haben, weil Mitarbeitende für ihre Arbeit zu viel von Produktinfos schon an diese AIs gestellt haben, weil die lernen ja mit, ne? Der Nächste kriegt ja dann vielleicht schon ein bisschen was mit, was du mitgelernt hast. Weil bei den meisten Dingen, die jetzt verfügbar sind, jetzt halt im Business-Kontext, ist irgendwo das Hackern mit, dürft man deine Daten verwenden, um zu lernen. Muss man aufpassen. Deswegen ist ganz wichtig, dass man im Unternehmenskontext auf die Sachen setzt, die man in der Boundary, in der Governance hat. Und da ist OpenAI aus dem Azure Stack das Richtige. Genau, richtig. Gut, im Sinne der Zeit noch kurz, wenn Sie Feedback zu unserem neuen Format Solvian Talks haben, bitte gern her damit. Wir sind immer gespannt auf, was unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen sagen zu unseren Formaten. Wenn das für Sie Interesse geweckt hat, wir haben die Möglichkeit, über Copilot bei Ihnen im Unternehmen zu sprechen, sprich alles das und noch viel mehr, was wir heute gehört haben, zu vertiefen und vielleicht auch maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen so eine Art Copilot-Strategie zu legen. Da es ja oder da ja wahrscheinlich kein Unternehmen drumherum kommen wird, macht das mit Sicherheit Sinn. Und der Tommy hat es vorher schon erwähnt, wir haben in Bälde das nächste Solvian Talks zum Topic Low-Code von Max. Bitte auch dort anmelden. Der Hannes wird den Link vielleicht noch einmal in den Chat schicken, dass er präsent ist. Ansonsten danke. Danke fürs Zuhören. Danke, Tommy, für die Einblicke. War sehr spannend und sehr cool, was da heute schon geht. Und ja, ich freue mich aufs nächste Solvian Talks. Wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, da sind unsere beiden Kontaktdaten noch einmal ersichtlich. Solvian.net/SBI für mich oder TGO für den Tommy. Bitte einfach gerne im Nachgang uns noch kontaktieren per Mail, LinkedIn, Twitter, wo auch immer. Wir sind gerne gewillt, auch im Nachgang noch zu diskutieren. Und damit eine Minute vor Schluss on point. Ich hoffe, Sie können sich noch einen Kaffee vom nächsten Meeting holen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie vor allem am Ball mit den neuesten Technologien. Danke. Wir schauen.